Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Let's Play. Das ist der letzte Part der ersten Staffel und das habt ihr entschieden. Es gibt eine zweite Staffel und die wird dann im Sommer erscheinen. Also Staffel 1, das Finale. Ja. So, für Leute, die das halt im letzten Part nicht mitgekriegt haben oder ich das vergessen habe und ähnliches. Also, wir sind deutscher Meister, Dortmund kommt mit in die Champions League. Und die Bayern, ja, gucken wir mal, ne? Ja. Hamburg auf 4, Leverkusen auf 5, die Augsburger auf 6, Werder Bremen auf 7, Kaiserslautern auf 8, die mit einer furiosen Rückrunde. Dann haben wir die Freiburger auf 9, Hannover auf 10, Hertha auf 11, Wolfsburg auf 12, Nürnberg auf 13, 14. ist Hoffenheim, 15. der FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach muss in die Relegation und Köln und Stuttgart sehen wir in der nächsten Saison nicht. Vielleicht im Pokal, aber naja. Dann gehen wir zu den Torschützen und wir sehen, Pucki ist Torschützenkönig vor Raul und Huntelaar. Götze auf 4. Götze war ja auch ganz groß im Vorschlagen, von wegen, naja, kannst du den ja kaufen. Na, kann ich immer noch sagen, nee, der kommt nicht zu Schalke. Der wird nicht hingehen, der wird sagen, nö, spiel ich mal bei Dortmund. Unfairster Spieler, Klapp. Da immer noch fraglich, ob der, naja. Gut. Zurück. Dann, warum habe ich am letzten Spieltag gegen Köln keine dritte, keine Elf aufgestellt, die, ach, pff, ist doch egal. Nun, es liegt einfach daran, dass Köln uns in der Hinrunde doch ein wenig verletzt hat, so ein bisschen. Wir haben uns ein bisschen verletzt und deswegen, das war zu traurig. Nein, wir können jetzt hier noch die Stärken hier nochmal ändern. Jetzt hat mir auch jemand erst vor kurzem gesagt, hier, du hast eine Kapazität von 8 Spielern, du kannst auch mehr als nur einen Spieler benutzen. Machen wir in der nächsten Saison. Und Updates machen wir dann auch die Ärzte erhöhen. Weil wir nächste Saison ganz eindeutig auf das Scouting gehen. Also wir werden keine, also außer ihr habt ganz groß, also wirklich so bitte, 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 bitte Wünsche. Dann vielleicht, aber so, nö. So, unser erstes Ziel ist dann Australien. Vielleicht sehen wir das ja noch, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Also das Spiel gegen Leverkusen im Pokalfinale. Es heißt alles oder, ja, ein bisschen was. Wir verwalten unser Team. Wir wollen nämlich das hier noch ein wenig anders gestalten, weil wir haben gut genug Spieler. Wir können ein wenig umstellen. Das tun wir auch. Und zwar Metzelder darf noch sein letztes Spiel, sein Abschiedsspiel. Ja, ich gebe es öffentlich bekannt, Metzelder sein Abschiedsspiel geben. Dann darf auch der Farfan sein Abschiedsspiel geben. Ja, genau. Weil wir mit einem bisschen anders spielen. Wir spielen weder mit Pucki noch noch jemand anders. Well, wir tun Fuchs in den Sturm. Man glaubt es kaum, aber wir stellen ein wenig um. Baumjohann darf spielen, Huntelaar darf auch nicht spielen. Der spielt aber sitzt auch auf der Bank. Dafür den Olpi. Raul darf auch nicht spielen. Dafür spielt der Rudi. Hinten Wollscheid lassen wir, Hövedes lassen wir und Kane lassen wir nicht im Tor. Dafür kommt Fährmann ins Tor. Das ist zumindest das Pokalfinale. Es geht um vieles und wir haben eine gute Ersatzelf, sagen wir so. Wir spielen jetzt mit Abschiedsleuten. Wir spielen mit einigen Abschiedsleuten, also nicht unbedingt vielen, also ja, ne, ihr entscheidet in der Sommerpause, in der Sommerpause und ja, in der Sommerpause halt, ne? Ja, bis die EM vorbei ist, also die echte Europameisterschaft, wenn
das Finale vorbei ist, den Sonntag, dann gibt's ab Montag, den Montag danach. Die Saison geht dann wieder los, erster Spieltag, und dann gibt's jeden Tag einen Part. Freut euch drauf. Und FIFA 13? Gucken wir mal. Auf jeden Fall willkommen aus Berlin. Berlin Pokalfinale. Der deutsche Meister gegen Bayer Leverkusen. Und der deutsche Meister nimmt das Spiel vielleicht nicht ernst, denn die Stammkräfte, die Kräfte, die eigentlich für diese Meisterschaft verantwortlich sind, spielen nicht. Baumjohann. Zu Rudi. Fuchs. Parfan. Fuchs. Der zu Parfan und Adlerheld. Baumjohann. Man wollte den eigentlich die Chance noch geben, und Fuchs trifft. Der Fuchs trifft. Der Fuchs trifft. Der Fuchs trifft. Ja, ja, genau. Der Fuchs hat getroffen. Schöner Pass von Holpi und dann unten in die Ecke. Und das nicht mal von einem Stamm. Stürmer, sondern einen Stamm. Freistoßschützen. Der macht eigentlich die Freistöße. Und jetzt trifft er so. In der 19. Minute. Ja, sehr schön. Castro. Zu Ballack. Parfan. Der trickst ja aus. Parfan. Nö. Vielleicht der nächste Konter. Jetzt dieses Mal von Leverkusen mit Schürrle. Jetzt wird munter hinterher gespielt. Ohne irgendwie groß irgendwas zu erreichen vielleicht. Baumjohann. Hier wird es. Holpi. Pfosten. Das war der Pfosten. Und weiter geht's. Auch kein oft gesehener Fall, dass die Blauen den Pfosten treffen. Sie treffen eher das Netz. Aber es mag ja nichts heißen. Es ist das Pokalfinale halt. Und einem Pokalfinale kann ja eigentlich alles passieren. Einwurf Leverkusen. Barnetta. Denkste, Halbzeit. Halbzeitstand 1:0. Zweite Halbzeit beginnt mit derselben Elf, also man hat nicht umgestellt. Eigentlich hätte man ja auch sagen können, okay, die Stammelf darf jetzt in der zweiten Halbzeit spielen. Nö. Dafür trifft Verfahren. Abschiedstor. Oder doch nicht. Er ist kaum eingesetzt worden. Die jungen Spieler, die haben alle ihn überrannt. Er hat keinen Stammplatz. Und so ein Spieler gehört dann wiederum zu einem anderen Team. Also die Frage lautet, wohin wechselt Farfan? Vielleicht nach Deutschland, vielleicht auch in ein anderes Land, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Da ist er schon wieder. Und da macht er den Lupfer.
Da macht er den Lupfer ganz, ganz, ganz abgeklärt. Soviel zum Abschiedstor. Da trifft er nochmal. Vielleicht macht er sogar seinen Hattrick. Am letzten Spiel. Gucken wir nochmal. Ja, der Adler, der ist viel zu früh rausgerannt. Da muss man rüberlupfen. Und dann macht der Peruaner das. Das ist doch ganz, ganz klar. Gucken wir uns das auch schön nochmal aus der Situation an. Und joa, also, wieso denn auch nicht? Wieso denn auch nicht? Wechsel von Leverkusen. 3:0, das könnte doch eindeutig werden. Wenn Leverkusen nicht mal irgendwie eine Antwort hat. Fährmann, sein erster Ballkontakt. Der darf auch mal ans dieses Spiel. Ecke Leverkusen. Weit ausgeführt und sofort der Fehler wieder. Und Klärung. Erneuter Eckball. So, erstmal ins Aus. Nein, doch nicht. Bender. Marfan. Schick Fuchs. Ja, und Fuchs bleibt in der Abwehr stehen, aber die Schalker kriegen den Ball knapp kurz wieder. Aber nur kurz. Dann war er schon wieder weg. Wolfes. So, in diesem Pokalfinale scheint alles so zu sein, wie am Anfang gesagt. Die Blauen dominieren das Spiel und die Schwarzen kriegen es nicht hin, die Blauen daran zu hindern. Schürrle. Schürrle, der trickst den hier aus, als ob hier der Absteiger gegen einen Mittelmaßverein spielt. Wolfes. So, ich denke mal, das könnte es gleich gewesen sein. Letzte Chance für Leverkusen, vielleicht, nein, oder doch, Freistoß. Könnte interessant werden. Wird's nicht. Fährmann hält ganz, ganz sicher. Vorbei, Ende Gelände. Schalke hat neben der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewonnen. Und hat damit das Double geholt. Das erreichbare Double. Wobei andere Teams, ja, diese Saison anscheinend komplett leer ausgingen. Ja, und da können sie feiern. Da können sie feiern. Neuer Trainer, neues Glück. Titelverteidigung ist geglückt. Wie das die nächsten Jahre werden wird, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall, der Sieg ist da. 3:0 gewinnt der FC Schalke 04 im Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen. So, und damit haben wir 19,1 Millionen. Joa, das klingt schon mal schön. Das klingt schon mal schön. So, 3:0 Sieg.
Und wir haben den DFB-Pokal gewonnen. Ja, er heißt hier Deutscher Pokal, aber pff, was soll's. So, wir haben ja unsere Ziele alle erreicht. Wir wollten unter den besten drei kommen, sind Meister geworden, okay. Wir wollten den Pokalsieg, haben den Pokalsieg und wir haben das Team um 2 Stärken verstärkt und dementsprechend haben wir alles erreicht, was wir am Anfang der Saison wollten. Oder eher sogar übertroffen. In dieser Saison steigen leider ab der SFC Köln und der VfB Stuttgart und deutscher Meister ist der FC Schalke 04. So, wir können jetzt wechseln, wenn wir wollen. Wir können nach Wolfsburg gehen, aber nee, Wolfsburg, das ist so ein... Nee. Dann können wir nach Russland gehen. Das ist schon mal ein bisschen netter. Oder halt zu Sunderland nach England. Aber wir bleiben beim FC Schalke 04. Man hat ja seine Ansichten. Ihr könnt nämlich in der nächsten Saison sagen, welchen Team wir spielen wollen. Also wenn es bei FIFA 13 sowas gibt, könnt ihr entscheiden, welchen Team wir spielen sollen, ob wir beim FC Schalke 04 bleiben sollten, tun können oder ähnliches, oder auch nicht. Oder halt, wenn die Möglichkeit da ist, ein eigenes Team zu nutzen, dass ich mein eigenes Team benutze. Also das Team, was mit dem ich eigentlich ja spiele gerne, so als Zusammendingsten. Auf jeden Fall, wir bleiben aber beim FC Schalke 04 nächste Saison. Und dementsprechend neue Saison wird gestartet. Juhu! Transfermarkt wird aktualisiert. Und wir können jetzt wieder unseren Vertrag raussuchen. Ja, was ist uns wieder wichtig? Das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Also eigentlich sind uns eher die Siegprämien wichtig. Denn Heimspiele, ja, die haben wir doch ein paar Mal. So 17 Mal. Und Siege können wir 34 haben, rein theoretisch. Wir haben jetzt 31 in der letzten Saison gehabt, das ist zwar ein bisschen öde, aber nun gut. Und als Meister können wir dann zwar für diesen Vertrag 5,6 Millionen haben, aber naja, ne. Wir können den nehmen, das ist für Heimspiel ganz in Ordnung, für Sieg auch ganz in Ordnung, obwohl, ne, wir nehmen den hier. Das ist für die wegen dem Meistertitel. Ich denke mal, dass das ziemlich realistisch ist, dass wir den Titel erneut gewinnen. Ja. Ja, also. Ziel ist, den Titel erneut zu gewinnen. Pokalsieg und das Niedrigste hier um 2 zu erhöhen, weil ja, wir müssen nicht unbedingt den Verein so extrem top machen. So, dementsprechend ist unser nächstes Spiel gegen den FC St. Pauli, also dementsprechend ein Aufsteiger. Und wir haben einen nationalen Pokal geholt, dementsprechend haben wir neuen Zuwachs. Und wir haben Torschützenkönig aus unserem Verein, also nochmal Zuwachs. Und dann haben wir Reiche, die alle Ziele einer Spielzeit haben auch. Also alles erledigt. So, als erstes Spiel nach der EM, nach der wirklichen EM, heißt das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli. So, mich interessiert mal, wer denn aufgestiegen ist. Also, Statistik, Tabelle und wie wir sehen, oh, es ist wieder so durcheinander, ich kann es nicht glauben. Ja, Augsburg hat das erste Spiel gewonnen und Dortmund auch. Das ist auch schon mal nett. Und und Gladbach hat die Klasse erhalten und der FSV Frankfurt ist nicht aufgestiegen. Nein, es ist der Eintracht Frankfurt, die aufgestiegen sind. Und der Hamburger SV und die TSG Hoffenheim haben verloren. In der Champions League spielen wir gegen Manchester United. Da können wir uns so freuen. Und gegen Twente Enschede. Und gegen ein anderes Team, was sich noch qualifiziert. Aber das könnte eine interessante Begegnung sein. Zumindest gegen Man U. So, was gibt's noch zu sagen zum letzten... Ja, letzten... Es ist vorbei. Ja, bye. Was können wir hier machen eigentlich mit unserem Aussehen? Wir können nichts beispielen, ne? Nur für Trainer. Es ist doch... Wir können mal die Frisur ändern, obwohl... Wir ändern mal die Frisur. Wir sind ja schon ein ganzes Jahr so mit dieser Frisur und die ist auch öde. Welche Frisur passt denn? Diese Frisur passt. Die sieht viel netter aus.
so ein bisschen längere Haare haben. Ja, sieht doch viel netter aus. Training. Oh je. So, Training. Ach genau, das machen wir jetzt nächste Saison. Wir machen das Training nächste Saison. Wir machen Scouting nächste Saison. Wir machen alles nächste Saison. Wir gucken uns den Kalender nochmal an, damit wir ungefähr planen können, mit was wir rechnen können. Also als ersten Gegner haben wir den FC St. Pauli. Danach spielen wir unser erstes Heimspiel. Unser erstes Gastspiel in Hamburg. Also heißt das schon wieder nach Hamburg. Schon wieder sehr früh nach Hamburg. Dann spielen wir gegen Bremen zu Hause. Dann geht's gegen Hannover 96 in Hannover. Das internationale Spiel kommt mitten unter der Woche. Das heißt bei uns auch. Und hier kommen, die kommen alle wieder gleich zu. Das ist halt wieder doof. Das heißt also zwei internationale, also da könnt ihr euch schon mal freuen, zwei internationale Spiele unter der Woche, das ist super. Gegen Hoffenheim haben wir ein Pokalspiel, das ist auch toll. Das ist toll. Und unser letzter Gegner, ist das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04, da können wir uns auch sehr drüber freuen, dass das letzte Spiel der Saison dieses Spiel sein wird, außer wir kommen ins Pokalfinale. Obwohl, das ist doch sehr realistisch. Ja, ich würde mal sagen, wir beenden diese ganze Sache mal hier alles beenden, weil wir beenden das einfach. So, und sehen dann noch ein bisschen hier unsere kleine Stadt da unten in der Ecke, die wir an Anfang der Saison ja doch irgendwie so mal so gar nicht hatten. Wo so, ja. Level 38. Level 39. So, und damit sagen wir erstmal tschüss, Leute. Wir sehen uns zur nächsten Staffel, zur zweiten Staffel von FIFA Let's Play, den Trainermodus. Also bis dann.